Guten Morgen, Leute, beziehungsweise guten Mittag. Gestern haben wir nicht gevloggt, deswegen fehlt jetzt so, also deswegen seid ihr vielleicht ein bisschen verwirrt. Seid ihr das? Nein, bestimmt nicht. Wir waren gestern bei Emra. Nee, war mal. Gestern waren wir nicht bei Emra. Gestern waren wir bei meiner Mama. Ich kann nicht mehr reden. Gestern waren wir bei meiner Mutter und jetzt gerade esse ich auch schon zu Mittag und so wieder Flammkuchen. Ich glaube, die einen oder anderen waren letztes Mal verwirrt. Also diesen Flammkuchen habe ich natürlich nicht selber gemacht. Sondern das ist so ein Flammkuchen vom Aldi, den es da halt gibt. Ich finde die voll lecker. Also kann man echt nichts sagen. Ne? Und heute haben wir etwas später angefangen zu vloggen, weil wir, also ich bin um 8 schon aufgewacht, aber ich habe noch Videos bearbeitet und so. Da geht die Zeit schnell um, auf jeden Fall. Heute haben wir auch nicht so besonders viel geplant. Heute kommt meine Cousine vorbei, weil sie hilft mir etwas mit meinen Steuern. Heute ist Steuertag. Ja, keine Ahnung, diesen ganzen Papier- und Bürokram. Den zeigen wir ja eigentlich auch nicht so. Deswegen heute ist, also meine Cousine hilft mir dann ein bisschen aus, weil sie kennt sich da einfach gut aus, sie hat das studiert. Und deswegen mit ihr kann ich keine Fehler machen, weil das ist so voll kompliziert. Ich check das selber nicht. Auf jeden Fall das. Was brauche ich denn noch? Sonst machen wir heute eigentlich nichts Besonderes. Kat ist in ihrem Zimmer. Und wir sollten eigentlich auch unser Auto putzen. Aber wir machen das wahrscheinlich kurz, bevor wir den Audi kriegen. Haben wir schon erzählt, oder? Dass wir den zugesagt haben. Und das kriegen wir nächste Woche irgendwann. So, fertig gegessen. Ich räume mich jetzt aus meinem Zimmer auf, weil ich habe hier ein paar Sachen bekommen. So viele Kartons und hier sind auch noch riesen Kartons gewesen. Habe ich jetzt alle einmal ausgepackt, weil ich habe ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Yay! Ich freue mich immer voll, den dann auszuprobieren. Das zum Beispiel habe ich auch ausgesucht. Das seht ihr dann vielleicht auch in einem Video, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eine Roomtour machen soll. Aber ich glaube, ich mache mal, weil ich habe mein Zimmer ja eigentlich komplett verändert und so. Ja, und was ich euch auch noch erzählen wollte, ich habe mir gestern mein Zeh gebrochen, ja. Ich will euch jetzt eigentlich nicht meine Zehen zeigen, aber mein kleiner Zeh ist gebrochen. Der ist einfach mal blau, tut weh und ich kann keine festen Schuhe mehr anziehen, also die so ein bisschen enger sind, also keine Sneakers und so. Scheiße auf jeden Fall. Aber ja, ich versuche jetzt mein Zimmer ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen zu dekorieren und so. Mal gucken, vielleicht werde ich heute fertig. Und dann drehe ich das. So, ich mache mich jetzt fertig. Meine Cousine kommt jetzt gleich in 10 Minuten. Ich schmücke mich jetzt und gucke währenddessen mein... Kat? Willst du mitgucken on the Wings of Love? Willst du mitgucken on the Wings of Love? Ja? Nee, ist nicht. Achso, ist es nicht draußen? Doch, schon, nee, ist zu früh. Es läuft doch nicht mehr auf dem DVD. Ja, eben. Ah, doch. Nee, es läuft gerade auf dem Philippinen. Es läuft noch gerade. Doch. Echt? Ja, es läuft noch gerade. 22 Uhr, irgendwas ist vorbei. Ich habe gerade alte Videos angeguckt, ey, weißt du die Zeit, wo du jeden Tag bei mir geschlafen hast? Ich? Ja. Nö. Weißt du die Zeit, ich fand es war komisch, in dem Vlog, wo Mama hier gepennt hat, das fand ich auch ganz komisch. Echt? Und wo Xeni hier gepennt hat, ist auch ganz komisch. Da ist sie, die weißt du noch, da ist sie dann morgens rausgegangen. Ja. Schmuddeln gegangen. It's about layers. Ja. Diese Scheiße. Da, Gaba.
Ja, ich guck doch ältere Folgen. Ach so. Hey Leute, ihr habt mich heute noch nicht gesehen. Ich war heute die ganze Zeit in meinem Zimmer, weil ich ein Video geschnitten habe, das ich eigentlich schon vor lange gedreht habe, aber wann wird hier denn mal ein Laptop frei, wo ich schneiden kann? Ich bin jetzt abhängig von anderen. Und eigentlich wollte ich dann auf dem hier schneiden, auf dem PC hier, so. Aber das ist auch mal schwer, weil ich immer so abends eigentlich schneide und dann bin ich da am PC und hock da dann. Und Juli und Anna schlafen hier. So richtig gruselig. Jetzt schminke ich mich mal in Annas Zimmer, weil kein Bock gerade in meinem Zimmer zu sein, weil ich da den ganzen Tag war, weißt du. Gucken wir mal, was Anna so hat. Dung, 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 bucki dung, ki dung, sa alimangu, did a mean to end his life, I know it wasn't right, I can't even sleep at night, can get it over my mind, I need to get outside before I end up behind, bars. What started out as simple altercation turned into a really sick situation. Me just thinking all the time that I'm facing makes me wanna cry. Wir gehen heute Abend übrigens feiern, weil der Freund von der Catherine hat heute Geburtstag. Der heißt übrigens Steff, wo ihr am Anfang alle vermutet habt, dass es Juli ist. Aber falsch gedacht. Und der feiert heute seinen Geburtstag. Und wir sind heute alle dabei. Schon fast ein Get Ready in Me hier. Jetzt noch Musik unterlegen und dann... Okay. So sehen wir uns wieder zu Hause, zurück vom Feiern. Wir haben euch leider nicht mitgenommen, weil es war zu private. Nee, weil wir hatten keine Tasche und so. Ja, weil wir sind diesmal sehr feiern gegangen, haben gar keine Tasche mitgenommen, nur das Nötigste, unser Handy, Kleingeld und Ausweis. Kleingeld. Ja, weil das große Geld hat ihr gezahlt. Da habt ihr gehört. So, und Juli ist jetzt auch schlafen gegangen. So. Ich hab Juli heimgeschickt. Scheiße. Nee, Juli ist jetzt schlafen gegangen. Beruhig dich nochmal. Alkohol ist immer noch drin. Nein. Spaß, wir haben keinen Alkohol getrunken. Wir sind immer noch gut gelaunt so vom Feiern. Ja. Also Juli ist jetzt auch schon schlafen gegangen, weil er war richtig fertig. Weil ja, er kennt den ja, er schläft immer ganz früh. Vor allem, wir wollten noch gar nicht gehen. Wir wollten noch weiter feiern, aber... Deswegen haben wir gesagt, nächstes Mal gehen wir ohne Freunde. Ladies night and it's gonna be alright. Ja, aber die haben voll früh gesagt, ja, wir haben keine Liste. Ja, für uns Jungs ist das ja auch langweilig. Ihr tanzt da. Das ist ja auch langweilig. Was suchst du hier? Naja, kein Wort. Ein Scherz. Okay,
Ja, wenn wir voll scheiße, nächstes Mal gehen wir richtig feiern. Und das nächste Mal nehmen wir euch mit, obwohl das ist aber echt, also nichts gegen euch und so, aber es ist für uns voll anstrengend. Müssen wir aufpassen, dass nicht geglaubt wird. Ja, müssen wir immer aufpassen, wir müssen auch auf die Kamera aufpassen und dann sagen die Leute, hey, warum filmst du? Oder wenn man die Kamera auspackt, kommen extra so Leute von hinten, hey, was geht? Die filmt. Ja, vor allem. GoPro auf der Stirn. Aber das ist schon allein schon, wenn man irgendwie ein Selfie macht im Club oder so, kommt immer, ja, Fotobomb. Ey, heute war echt auch, also da war einer im Club, der so genervt. Der war die ganze Zeit, da war so betrunken halt, ich hasse sowas. Ja, so kennt ihr so Leute, so, die... Ja, oder einer ist auch umgefallen bei uns, weißt du noch? Echt, ist der da umgefallen? Ja, warte, hab ich mir den da eingebildet? Oder? Der ist umgefallen und hat sein Getränk auch um meine Schuhe verleppert, der Opfer. Hast du die Spitzenschuhe? Nein, ich hatte... meine Dings, die Superstars an. Okay, auf jeden Fall, ja, das war echt ein cooler Abend. Alle waren gut drauf. Und war echt, der DJ war auch gut. Ja. Der war echt klasse. Und genau. Ja, morgen ist ein Feiertag. Ja. The struggle is real. Aber deswegen waren wir, zum Glück waren wir heute noch einkaufen, beziehungsweise gestern. Heute ist ja Feiertag. War noch gestern einkaufen. Ja, so das Nötigste. Die Thalis. Eben. Die Thalis sind Milch. Ja. Egal, also dann. Tschüss. Ich muss noch Video schneiden. Hey. Tschüss.